Geld. Ja, Sternentor geht auf, danke. Alter, was ist das für ein Schloss? Nur irgendwelche komischen... Oh, von hinten. Nee, von hinten, nee. Ja. Irgendwelche... Türen, für die man extra Schlüssel braucht die ganze Zeit. Sag mal, das ist doch... Auch wenn hier keine Viecher werden, ist es doch eigentlich logisch bedacht und macht es doch überhaupt keinen Sinn, da ständig zuzuschließen. Da müssten die ganze Leute ständig mit den Schlüsseln rumrennen. Oder so. Von daher, ihr wisst doch, was ich meine. Bum, bum, bum. Und tschüss. Lalalala. Oh, eine Tüte des Lichts. Geil. Aber eigentlich, du hast sollte eigentlich mit du hast bekommen übersetzt werden, weil das sonst wahrscheinlich in, auf Englisch you got door of light oder so ähnlich. Also die deutsche Übersetzung ist natürlich mal von übster Güte hier. So richtig derbe geil. So ultra mega geil. Bergtor. Sehr innovativ. Heilplatz. Sehr schön. Sehr innovativ, wie die Leute hier ihre Türen benennen. Bergtor. Oh. Oh, König Schweig. Wir haben ein Gitter im Berg. Wie sollen wir es nennen? Huh, ich denke, wir nennen es einfach Bergtor. Oh ja, König Schweig, ihr seid so schlau. Applaus, Applaus. Oh Gott. Es kommen ja richtig anspruchsvolle Kämpfe hier. Anspruchsvolle. Ich glaube, ich hier für Mist. Oh, jetzt haben wir sogar wohl gewonnen hätte. Cool. Aua, aua. Nerv nicht. Viel. Bam, bam. Bam. Jetzt nerv ich dich. Oh, das hat sogar gewonnen hätte. 130 HP oder so, 125, keine Ahnung wie. Ich kann da immer noch schätzen, wie viel HP die Viecher haben. Weiß nicht, ob es in dem Spiel auch so eine Analyse gibt von Fantasy. Aber nur gut. Dann wende ich das mal in meisten Vieren sowieso nicht an, wenn es nicht unbedingt ein Bestarium oder sowas gibt. Aha. Ja, okay. Dann, warte mal, mach das. Es macht doch auch architektonisch überhaupt keinen Sinn, dass hier eine Tür ist. Dann müsst ihr doch in die Treppe führen. Das macht architektonisch überhaupt gar keinen Sinn, wie das hier aufgebaut ist. Es ist auf derselben Ebene wie... Was zum Fick? Haben Sie sich auch Gedanken gemacht über die Architektonik in dem Spiel hier? Oh mein Gott. Nun gut. Ich bekomme doch Kopfschmerzen, wenn ich dabei darüber nachdenke, über dieses... Das ist wieder so ein Fall von interdimensionalem Kram, eine Tür, die in eine andere Dimension führt, wo das Ding ist, der Thronsaal, wo wir gerade sind oder so. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, mein Gott. Ich muss die Kämpfe irgendwie überbrücken hier. Ich muss das Ganze irgendwie ein bisschen mit dem Quatsch überbrücken. So. Und tschüss, du Scheißgeist. Und noch ein Level up. Wow, ich hätte gar nicht so derbe leveln müssen, glaube ich. Markus meinte, glaube ich, auch zu mir, dass ich gar nicht so derbe leveln muss mit dem Spiel, aber... ich bin lieber vorsichtig, ehrlich gesagt. Ich bin lieber overleveled, als dann underleveled am Ende. Von daher... Also wo muss ich jetzt heilen? 437, bei 237 muss ich heilen, okay. Mann, die Tür dieses Raums ist ziemlich massiv. Wenn du die Tür fest schließt, dürftest du dich in Ruhe ausruhen können. Willst du dich ausruhen? Ah, dann ist hier sowieso eine Truhe. Eine weise Entscheidung. Während du schläfst, werde ich Wache stehen. Müssen die Rasero nicht auch schlafen oder so? Keine Ahnung. Mann, verzeih, dass ich dich in deinen Träumen störe. Auch wenn es wäre so wichtig gewesen für den Plot. Ich musste etwas über die Serie und meine Kräfte sagen. Genau.
die Zero. Sie sind schreckliche Wesen. Macht diese Textbox irgendwie von der Grammatik aus Sinn? Ich glaube nein. Doch die Schuld liegt nicht bei den Zero. Der Nebel ist an einem schuld. Ich habe spezielle Kräfte für den Kampf gegen die Zero. Ich kann mich mit einem durchgedrehten Zero assimilieren. Die speziellen Kräfte des Zero verbinden sich mit meinen und ich werde eine starke Waffe. Ich habe die Kräfte von Gimad aufgenommen, den Feuerzero, gegen den du gekämpft hast. Habe ich schon mitbekommen. Die Fähigkeiten eines Zero können nicht immer durch Kämpfen aufgenommen werden. Lass uns trotzdem mit möglichst vielen Zero kämpfen, um ihre Kräfte aufzunehmen. Der Einsatz der Zero-Fähigkeiten kostet dich MP. Das geht jederzeit, aber dein MP-Vorrat ist begrenzt. You don't say. Wahn, macht ein Nickerchen. GP und EP sind völlig wiederhergestellt. Wahn, das sieht viel ausgeruhter aus. Ja. You mean. Da ist ein Feuerbuch 1 in der Schatztruhe. Wahn hat das Feuerbuch 1. Was ist das? Buch der Überkünste, 4 Meter. Wann kann das die Tornado-Flammenbewegung einsetzen? Ah, okay. Status. Nee, Tornado-Flamme. Rechts, links. Feuer-Überkünste. Ein löbender Flammenfleck. Ja, diese Übersetzung, Alter. Na, egal. Nun ja, 30 KP kostet das, okay. Ganz cool. Was haben wir hier für ein Buch drinne? Forschungsnotizen. Nee, klar will ich das lesen. Wie befürchtet stimmten die Berichte. Menschen mit Zero hören in den Nebel auf, Menschen zu sein. Außerdem wird ein von einem irren Zero besessener Mensch durch irgendeine Kraft nicht älter. Der Mensch, der ein Zero trägt, könnte dadurch 100 oder 1000 Jahre, sogar ewig leben. Doch für die Unsterblichkeit kein Mensch mehr sein? Ich weiß nicht. Das muss ich sofort König Drake berichten. Okay. Warum stellt eigentlich jemand seine Forschungsnotizen in so ein Schlafzimmer rein? Egal. So, wir sprechen erstmal. Ich glaube, ich brauche erstmal hier. Boah, der Schluss. Ich bin eh nicht mehr so wortgewandt gerade, merke ich. Von daher. Hier hoch. So, speichern. Danke. Und bevor mein PC irgendwie mal abkackt und die Aufnahmen kaputt ist. Und daher würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei Let's Play Legend of Legaia. Ja, wenn mir das Schluss jemand erkunden. Bis dann, Leute. Bis dann.